sweet expression. The smile you gave me, the way you looked when we met. It's easy to remember, but so hard to forget. After Billie Holiday's funeral service, there was such a quietness over these musicians, such a multitude. Nach dem Trauergottesdienst für Billie Holiday fiel Ruhe über die vielen Musiker. Wir waren betroffen. Dann verließen wir die Kirche und warteten an den Ecken, bis jeder draußen war. Und dann mischten wir uns still in die Menge. Sonst gehen Musiker anschließend in eine Bar oder sie feiern wie in New Orleans. Hier aber herrschte Todesstille und Trauer. Type of New Orleans festivities. It was just dead quiet and sadness. Gloomy is Sunday, with shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Candles and prayers that are said, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you with the last breath of my soul. I'll be blessing you. On July 17th, 1959, the greatest of all the jazz singers. Am 17. Juli 1959 starb Billie Holiday, die größte aller Jazzsängerinnen. Vier Tage später fand in dieser Kirche in New York ihre Trauerfeier statt. Billie faszinierte mich, weil sie eine Katholikin war und ich ein katholischer Priester bin. Es gibt eine seltsame Verbindung zwischen der sehr verführerischen Welt des Nachtlebens und des Jazz und dem Leben, in das einen eine bestimmte Form des Katholizismus werfen kann. Sie verfing sich zwischen Gegensätzen. Sie war mit Lebensliebe erfüllt, aber auch gepeinigt und verstört. And disturbed. Lady Day's story begins in Baltimore. Lady Day's Geschichte beginnt 1915 in Baltimore, Maryland. Baltimore war und ist eine sehr katholische Stadt. Der nach der Heiligen Mutter Maria benannte Staat Maryland ist der Ort, wo Katholiken zuerst die USA betraten. Einige wirklich schwerwiegende Dinge ereigneten sich während ihrer ersten 10 Jahre in Baltimore. Sie mögen zur Erklärung ihrer späteren Selbstzerstörung beitragen. Wo all ihre Lebenslust herkam, bleibt mir ein Rätsel. Das erste Ereignis, Billie schlief in den Armen ihrer Großmutter ein, die Großmutter starb und als Billie aufwachte, hielten die Arme der Großmutter sie fest. Etwas später, als kleines Mädchen von 10 Jahren, wurde sie von einem 40-jährigen Mann vergewaltigt. In schrecklicher Verkehrung der Tatsachen wurde sie dafür bestraft. Der Richter wies sie in ein katholisches Mädchenheim ein, wo Nonnen sich um sie kümmerten. For some infraction or other,
Als Strafe für eine Ungezogenheit wurde Billy einmal eine Nacht in einem Raum gesperrt, wo ein totes Mädchen in einem Sarg lag. Sie schreibt, sie habe dort ihre Hände blutig geschlagen. Für ein erst 10-jähriges Mädchen sind solche Erlebnisse schwer zu verkraften. What do I get? What am I giving? Why do I want for things I dare not hope for? What can I hope for? I wish I knew. Poor Alice, thank you for loving me. Für alles, ich danke dir, dass du mich liebst, Lady Day, Billie Holiday. Damals verstand ich nicht recht, warum sie mir das geschrieben hatte. Als ich sie aber besser kennenlernte, dachte ich, sie brauchte das Gefühl, geliebt zu werden. Und sie hat es bis dahin offenbar so, wie sie es sich vorstellte, nie gespürt. In her life up to that point, obviously hadn't really felt loved or not loved in the sense that she wanted to be. She told me that her mother and sie erzählte mir, ihre Eltern hätten nie geheiratet und ihr Vater war, außer in ihrer frühen Kindheit, selten zu Hause. Er reiste als Musiker herum. Sie hatte sicher jemanden nötig, der ihr mit Rat und Tat zur Seite stand. Sie sagte, sie hätte als kleines Kind entschieden, sie wollte nie ein verdammtes Hausmädchen sein. So drückte sie sich aus und dagegen, glaube ich, kämpfte sie ihr Leben lang. Doch einmal half sie ihrer Mutter, die Hausmädchen war, und putzte als Kind in Baltimore die Treppen. Für schwarze Frauen mit Volksschulbildung und mehr hatte sie nach eigener Aussage nicht, gab es zu ihrer Zeit wenig Möglichkeiten. Too many for someone without more than a fifth grade education, which is all she said she ever had. She also had listened to music in the bordellos. Die Musik in den Bordellen von Baltimore gefiel ihr besser als die in der Kirche, sagte sie. Ihre Alternative war also, eine Prostituierte zu werden. Sie war noch sehr jung, als sie nach New York kam und anfing in Harlem zu arbeiten. She was quite young when she came to New York and started to work up in Harlem. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. The saddest tale on land or sea was when my man walked out on me. My man's gone, I feel lost. I've got those lost my man blues. He didn't treat me fair. It's more than I can bear. I've got those lost my man blues. I've got those lost my man. Can't get him back again. When I first met Billie, she had already been in jail two or three times for prostitution. Als ich Billie Holiday kennenlernte, hatte sie bereits zwei oder dreimal wegen Prostitution im Gefängnis gesessen.
Sie war gerade erst entlassen worden. Billys Sexualleben war leider nicht sonderlich befriedigend. Ich vermute, das lag an ihrer Vergangenheit, der Arbeit in Bordells und der dort üblichen Behandlung, die sie anwiderte. Sie arbeitete noch nicht als Sängerin. Sie klapperte die Kneipen ab, um einen Job als Tänzerin zu finden. Vielleicht erinnern Sie sich an die Geschichte. In einem Club bewarb sie sich als Tänzerin. Der Eigentümer war nicht sonderlich beeindruckt, doch aus Mitleid fragte er sie, ob sie sonst noch etwas könne. Können Sie singen? Da sang sie eine Nummer, Traveling All Alone. Und damit begann ihre Karriere als Sängerin. Zu der Zeit etwa entdeckte ich Harlem. Fast jede Nacht fuhr ich hin und saß in einer kleinen Kneipe. Sie hieß Pods and Jerry's. Dort spielte Willie the Lion Smith. Ich spielte bloß als Ehren- oder Unehrengast mit, als ein junges Mädchen hereinkam und jemand ihr zurief, hey Billy, sing doch einen Blues. Sie stand auf und sang Blues. Ihr Taktsinn und ihre authentische Phrasierung waren Jazz im besten Sinne des Wortes. Später fragte ich, wer sie sei und jemand sagte mir, sie heißt Billie Holiday. Sie arbeitet in dieser Gegend. Willie sagte noch, leider trinkt sie zu viel und wird immer wieder gefeuert, aber singen kann sie. Take a tawdry tune and do it, turn it around 40 different ways. Sie konnte aus einer billigen Schnulze etwas machen, in 40 verschiedenen Variationen. In den Nachtclubs, vor allem in den Speakeasies, musste sie an den Tischen singen. In den Speakeasies gab es keine Lautsprecheranlage, weil man das auf der Straße hören würde. Also sang sie ganz leise an den Tischen. Und an jedem Tisch sang sie die Nummer ein bisschen anders. Es war unglaublich. Für Billy war es ganz natürlich. Nie habe ich so etwas von einer anderen Sängerin gehört. Zu dieser Zeit hatte ich Billy mit Brunswick und Vocalion Records zusammengebracht. Sie war im Studio jederzeit willkommen. The first record I made, I was about 13, and it was Benny Goodman's band. But he didn't really have a band then. He was working in studio work. And he got a group of studio men together and made this session. And I was scared to death. I didn't want to sing in the mic. I just wanted to sing, period. A really great accomplished. Ihr bedeutendster Begleiter war Teddy Wilson. Er war einer der wirklich großen Pianisten. Als ihr Musikdirektor war er für sie die wichtigste Person, zudem mit sicherem Geschmack. Das Großartige an all den Aufnahmen, die Billy unter Teddy Wilsons oder ihrem eigenen Namen machte, war wohl, dass jede sie anders herausforderte. Sie hatte einen fabelhaften Instinkt dafür, was mit einem Song zu tun war. Sie war der Inbegriff des Autodidakten. Sie variierte die Melodie und änderte einfach das harmonische Gefüge des Songs, nicht wegen einer Ausbildung, sondern gefühlsmäßig. Und es war stets richtig. Das Bild von Billy als einer tragischen Person traf auf jene frühen Jahre gewiss nicht zu. Sie sang fröhliche Lieder und schien mir zumindest meist in glücklicher Stimmung zu sein. No road is lonely if you will only smile through your tears, laugh at life. Live for tomorrow, be happy today. Laugh all your sorrows away. Start now and cheer up, the skies will clear up. Lose all your blues, laugh. I saw some wonderful performers get their starts from this stage, performers that went on to bigger things such as Ella Fitzgerald, Billy Eckstein. Auf dieser Bühne sah ich ein paar wunderbare Künstler ihre großen Karrieren beginnen. Künstler wie Ella Fitzgerald, Billy Eckstein oder Gladys Knight. Besonders aber erinnere ich mich an Billie Holidays ersten Auftritt. Sie hatte schon in den Clubs der Nachbarschaft gesungen, aber nicht wirklich als Profi. Sie wusste, dass sie Erfolg haben musste. Alle Künstler auf oder hinter der Bühne hielten ihr die Daumen.
Als ihr Einsatz kam, überfielen sie Angst, Lampenfieber und Nervosität. Und dann schob sie der Komödiant Pig Meat Markham auf die Bühne. Pushed her on the stage. Oh, I was scared to death. I was in the wings. And I said, I can't go out there. There's too many people. So somebody gave me a push, and when I stopped running, I was almost in front of the mic. So it was too late then, and I couldn't control my knees. See, my knees is gone. I've been consulted by Franklin D. Even Basie had me to tea, but now I'm broken-hearted, can't get started with you. We put Billy with Basie just before she took a southern tour. Wir brachten Billy zu Basie, bevor er auf Tour durch den Süden ging. Basie hatte eine Swingband, er machte den Ohren der Weißen nicht sehr viele Zugeständnisse. In Basies Band sah ich drei Musiker, die ganz ideal zu Billys Stil passten. Der eine war Buck Clayton, der andere der Gitarrist Freddie Green und der dritte war Lester Young. Mother sort of took Lester under her wing and I named him the president. He named me lady and mother was a duchess, so we were the royal family. I've never been the same. There is such an ache in my heart. I've never been the same since we're apart. But there's a lot that a smile can hide, and I know deep down inside I'll never be the same, never be the same. Oh, yeah. They thought alike. They felt alike. Sie dachten und fühlten gleich. Ich glaube nicht, dass es eine sexuelle Beziehung gab. Vor allem verstanden sie sich. Ihre Beziehung war so zart und eng, dass ich mich geniere, darüber zu reden. Es war etwa 1937, als ich Billy in meine Band holte. Ich hatte Mühe, Engagements zu finden und etwa sieben Sängerinnen ausprobiert, die alle nicht mit der Band zurechtkamen. Die Band klang allmählich so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Schließlich sagte jemand, warum suchen wir uns nicht eine Sängerin, die weiß, was sie tut? Und ich sagte, hey, ich habe eine Idee, Billie Holiday. Sie hatte Basie gerade verlassen, weil man sie zu ihrem Entsetzen wie eine Aunt Jemima auftakelte und die Band auf der Bühne in Landarbeiterzeugs auftreten musste. Sie mochte das nicht. Billy war sehr stolz und dazu hatte sie auch allen Grund. Sie war eine fantastische Sängerin. Ich fragte sie, was machst du? Mann, ich habe keine Ahnung. Es ist Zeit, dass du einen Job findest. Wo? Bei mir? Hör auf. Ich meine es ernst. Wie viel Honorar gibt's? $60 pro Woche, genauso viel wie ich und jeder andere bekommt. In Ordnung. Ich habe nichts Besseres zu tun. Sie packte eine kleine Tasche und kam an jenem Abend mit uns nach Boston. Am nächsten Tag probten wir. Und zwei Tage später war sie in der Band. She said, all right, I got nothing better to do. She came in the car with us that night, packed a little bag and came up to Boston. Next day we rehearsed and 2 days later she was in the band. Artie was taking a calculated risk, but Artie was a great admirer. Artie ging ein wohlüberlegtes Risiko ein, doch er bewunderte sie. Damals begannen wohl einige ihrer Probleme, denn sie erlitt entsetzliche Erniedrigungen durch Rassendiskriminierung und Rassentrennung, als sie mit der Band unterwegs war. So we were heading for St. Louis and we were booked. Wir reisten nach St. Louis, unterwegs hatten wir auch Auftritte in Kentucky. Da war also Billy in der Band und wir überschritten die sogenannte Mason-Dixon-Linie. Das war revolutionär. Ich sagte ihr, du musst sehr vorsichtig sein. Es werden vielleicht Dinge passieren, die dir nicht gefallen. Was immer auch passiert, schau mich an. Ich gebe dir ein Zeichen. Außerdem sind Vinny, unser Fahrer, ein harter Junge und ein Bulle da. Sie bringen dich weg, wenn was Schlimmes passiert.
rough, tough kid, and I'll have a cop out there, and they'll get you away if anything bad happens. So she said, okay. Sie sagte, okay. Der Bus war direkt am Bühneneingang geparkt. Wir fingen zu spielen an und sie stand auf, um Traveling zu singen. Es gab einen riesen Applaus. Wir waren glücklich. Das Publikum mochte sie. Sie wissen ja, die Leute im Süden haben ein eigenartiges Verhältnis zu den Schwarzen. Sie dachten wohl, sieh an, alle Schwarzen haben Rhythmus. Und sie gefiel ihnen. Anyway, she sat down and then I started to give a downbeat or count off the next tune. And some guy, a redneck, in front of the audience yelled out. Da schrie ein Kerl, ein Redneck, vorne im Publikum, lass das Niggerweib noch einen Song singen. Ich gab den Einsatz und er schrie weiter. Das Niggerweib, das Niggerweib. Er meinte es nicht so. Er fand sie gut. So drückte sich eben typische Südstaatler-Manier aus. Ich sah, wie Billys braune Haut sich roter und roter färbte. Ich wusste, dass sie gleich explodieren würde. Da gab ich schnell den Einsatz zu einer lauten Nummer. Sie beugte sich vor. Ich sah, wie sich ihr Mund bewegte, so wie jetzt meiner. Motherfucker. Da brach ein Höllenlärm los. Dieser Kerl sah sie an und konnte es nicht glauben. Er hörte es. Und dann nannte sie ihm noch ein fürchterliches Wort. Sie war sehr wütend. Bei solchen Leuten konnte sie sehr ausfallend werden. Und ich nahm es ihr nicht übel. Ich gab Winnie und dem Bullen ein Zeichen. Sie fassten sie, brachten sie in den Bus und fuhren mit ihr fort. Schluss der Veranstaltung, Tumulte auf der Tanzfläche. Meanwhile, out on the floor, it looked like riot time was happening. NBC präsentiert die unverkennbare Musik von Artie Shaw, dem König der Klarinette und seinem Orchester. Im blauen Saal des Lincoln Hotels in New York machten sie Tanzgeschichte. Die Band war ein durchschlagender Erfolg. Wir verdienten in jenen Tagen 1938-39 20 bis 25.000 die Woche. Und Billy gehörte dazu. Einmal kam die Managerin des Lincoln Hotels zu mir. Sie sei mit der Band, mit Billy und mir sehr zufrieden. Doch da gäbe es etwas zu klären, nichts Schlimmes, aber es müsste sein. Artie, sagte sie, ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Was für einen, fragte ich. Sie wissen ja, sagte sie, die Band und ihre beiden Sängerinnen haben je eine Garderobe. Wenn abends die Sängerinnen ankommen, um sich umzuziehen, dann benutzen sie den Fahrstuhl. Billy fährt mit unseren Gästen im selben Fahrstuhl. Die sehen dann eine Schwarze, eine farbige Dame. Das bereitet uns höllische Probleme. Wir haben viele Gäste aus den Südstaaten. Sie kommen zum Empfang und wollen wissen, ob wir Farbige beherbergen. Dann muss der Empfangschef erklären, dass sie die Bandsängerin ist. Das macht mir große Schwierigkeiten. Ich weiß, Sie tun es nicht gern, aber würden Sie Billy bitten, den Lastenaufzug zu benutzen? Billy sah mich mit glasigen Augen an. Man sah, wie es in ihr hochkam, all das Leid der Schwarzen. Ich merkte es. Billy, ich fühle mich entsetzlich. Ich mag dich nicht einmal darum bitten, aber willst du das tun? Sie sagte, nein, ich will es nicht tun. Ich sagte, okay, darauf sie, am liebsten würde ich diese Welt verlassen. Was meinst du damit, fragte ich. Es klang, als wollte sie sich umbringen. Sie antwortete, ich will von dieser ganzen verkommenen Welt fort. Ich sagte, ich kann es dir nicht verübeln. Was willst du tun? Brauchst du Hilfe? Aber sie sagte, nein, ich schaffe es schon. Falls du irgendwelche Hilfe brauchst. Nein, sagte sie, ich kenne genug Leute, die mir helfen wollen. Dann geh also, sagte ich. Sie gab mir eine 14-tägige Kündigung. Das war's. Sie durfte nicht mit der Band auf dem Podium sitzen oder bei ihrer Freundin Helen Forrest, der anderen Bandsängerin. Auch durfte sie sich nicht unter die Gäste mischen. Sie wurde wie ein Dienstmädchen behandelt und darüber ärgerte sie sich sehr. Das verzieh sie Artie nie. Artie bedrückte das sehr. Barney Josephson war ein Schuhverkäufer aus Trenton, New Jersey. Er hatte, glaube ich, $6,000 gespart und damit wollte er in einem Keller im Village einen Nachtclub aufmachen, ohne jede Rassendiskriminierung. Well,
coming to New York once a week to do some of the buying for the. Als Einkäufer für das Schuhgeschäft in Trenton kam ich einmal die Woche nach New York. Man wird von den Geschäftsfreunden immer ausgeführt und gefragt, wo man hingehen möchte. Ich wollte immer in ein Jazzlokal wie den Cotton Club in Harlem, und das machte ihnen auch Spaß. My first experience in the Cotton Club on 125th Street, the black ghetto, so to speak. Der Cotton Club an der 126. Straße lag mitten im schwarzen Ghetto. Aber die Gäste in diesem riesigen Raum, der bis zum Rand voll war, waren ausschließlich Weiße. Ein schwarzer Empfangschef, nur schwarzes Personal, Duke Ellington und sein Orchester, hinreißende Choristinnen, aber sie durften nicht allzu schwarz sein. Es war unglaublich, dass es so etwas gab. Damals beschloss ich, wenn es mir möglich sein sollte, das zu ändern. I was determined that I would do something about it if I could. So someone told me about John Hammond. Und dann erzählte mir irgendwer von John Hammond. Eines Nachmittags stellte ich mich ihm vor und er fragte mich, welche Art Club wollen Sie aufmachen? Ich sagte ihm, wir wollen einen gemischtrassigen Nachtclub aufmachen, in dem jeder willkommen ist. Jeder wird anständig begrüßt. Die Entertainer und Musiker will ich nach ihrem Talent, nicht ihrer Hautfarbe engagieren. Wir werden sie integrieren, soweit wir können. Wir werden Schwarze genauso wie andere Gäste einladen. Er schüttelte mir herzlich die Hand und sagte, dabei kann ich Ihnen helfen. Nichts Besseres konnte einem Geschäftsanfänger passieren. Er sagte, ich kann Ihnen helfen. Ich werde Ihnen vieles arrangieren. So he shook my hand warmly and he said, I can help you then. So this was the best thing that ever happened to a man going into this business, doing what I want to do. And he said, when I can help you, I take care of a great deal for you. So he built my first band with Frankie Newton, who er vermittelte mir meine erste Band mit Frankie Newton, den wir Trumpet Tooting Frankie Newton nannten. Dann sagte er mir, er hätte eine Sängerin für mich. Ich fragte, wen? Er antwortete, Billie Holiday. Ich hatte noch nie von ihr gehört. Aber er sagte, diese Lady wird Ihnen gefallen. Billie blühte auf. Sie gab ihr Bestes. Sie sang, wie wir zu sagen pflegten, ihre Seele heraus. Sie sang ihre Guts out. Eines Abends kam ein junger Mann mit einem Lied. Er zeigte es mir und sagte, wenn Sie keine Noten lesen können, lesen Sie den Text. Der haute mich einfach um. Ich fragte ihn, was wollen Sie damit anfangen? Er antwortete, ich möchte gern, dass Billy dieses Lied singt. Also sang er ihr das Lied vor. Billy sah mich an und fragte anschließend, und was soll ich damit machen? Ich antwortete, ich fände es großartig, wenn du es singen würdest. Ich singe es. Und sie sang es. Das Lied war Strange Fruit. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit
for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry. It's an interesting thing that Billy is so often referred to as a Interessanterweise spricht man oft von Billy als einer Blues-Sängerin. Wenn man aber ihre Platten hört, ich weiß nicht, wie viele Songs sie aufgenommen hat, sagen wir mal 300, dann gibt es darunter höchstens ein Dutzend Blues-Nummern. Allerdings konnte sie viele Nummern mit Blues-Feeling singen. Doch sie war im Grunde keine Blues-Sängerin. Sie sang während ihrer ganzen Karriere, was immer man ihr gab oder was ihr unter den Standards gefiel. Sie wusste immer genau, welche Songs sie nehmen sollte. Was immer sie machte, selbst wenn es eine dumme Schnulze war, die gab es auch bei ihr. Das Ergebnis war so fantastisch, dass die Leute sich für die Songs begeisterten. Man dachte nie daran, bestimmte Songs zu singen, bis man sie singen hörte. Sie gab ihnen neues Leben und dann interessierte man sich für sie und wollte sie ebenfalls singen. Ich schrieb dauernd Songs, dutzendweise. Die meisten waren entsetzlich. Doch einmal hatte ich eine hübsche Melodie, schrieb einen Text dazu und gab ihr den Song. Ich war richtig erschreckt, als sie ihn aufnehmen wollte. My life was empty when you went away. Even the blue skies above had turned gray, but now that you've come back, my dream of life is here to stay, to stay. Those little quarrels that tore us apart, oh gee, I can see they were wrong from the start. But now that you've come back, my dream of life is here to stay. I can't seem to see just what you see in me. I guess love is really blind. This world seems so grand now that you understand. It's you I adore, it's you I live for. Life is sublime now that you're here with me. Please keep it in rhyme, dear. Don't stray from me, 'cause now that you've come back, my dream of life is here to stay. Kelly's Stables, which was a club on the corner of 52nd and 7th Avenue, and went up to her dressing room. Als ich in Kelly's Stables, einem Club Ecke 52 der Straße und 7. Avenue ankam, ging ich in ihre Garderobe. Da saß sie, verzweifelt bemüht, sich Locken zu legen oder die Haare zu glätten. Sie benutzte eine Art Brennschere. Die war anscheinend zu heiß geworden und hatte an der Seite eine Menge Haare weggebrannt. Und sie musste auf die Bühne. Because she was about to go on and couldn't. And so we tried to put things on her hair. Dann versuchten wir die Haare unter einem Barett oder sonst etwas zu verstecken, aber das ging auch nicht. Like a barrette or something that would hide it. And there was nothing that could happen. So I thought,
I'd go downstairs and see if the checkroom girls who used to sell in those Dann ging ich nach unten, um zu sehen, ob die Garderobieren irgendetwas hätten. Irgendwelche Blumen, wie sie sie den Gästen verkauften. Ich ging also nach unten und die Mädchen hatten ein paar gelbliche Gardinien. Ich sagte, gebt mir ein paar davon und lief wieder nach oben. Sie riefen mir nach, wofür wollen Sie sie? Ich rief zurück, ich erzähl's euch später. Weil es sich um echte Gardinien handelte und nicht um Papierblumen, wurden sie zu ihrem Markenzeichen. Sie mochte ihren Geruch so dicht an ihrer Nase. Selbst als das Haar nachgewachsen war und der Geruch von verbranntem Haar sich verloren hatte, war sie so versessen auf Gardinien, dass sie sie ständig trug. Mitte und Ende der 30er Jahre war die 52. Straße noch nicht sehr integriert, doch das änderte sich. Folglich wurden auch mehr schwarze Musiker engagiert. In den frühen 40er Jahren war dort sehr viel los. In einem Laden hörte man Coleman Hawkins, in einem anderen Billie Holiday, in einem dritten Nat King Cole und in einem vierten Art Tatum. In der Geschichte des Jazz hatte es noch nie so viel große Musik auf einem Fleck gegeben. Ich erinnere mich an Billie Holiday im Onyx Club, wo sie ein normalerweise lautes Publikum dazu brachte, absolute Stille zu bewahren. Jimmy Monroe, sagte sie, war der schönste Mann, den sie je gesehen hatte. Nach den paar Bildern ihres Vaters, die ich kenne, ähnelte er diesem anscheinend. Ich hatte das Gefühl, dass sie mit ihm unbedingt ein Kind haben wollte. Allerdings hatte sie nicht damit gerechnet, dass er damals Heroin nahm. Sie litt sehr darunter. Was a heroin user at the time, and that made it very hard for her too, because I think that was when she started on it. Ich glaube, damals fing sie auch damit an und verfiel dem Heroin zum ersten Mal. Did you know that she was hooked in the beginning? Wusstest du schon so früh, dass sie süchtig war? No. Ich wusste es nicht. Bist du mal dabei gewesen, wenn sie antörnte? Nein, nein. Ich auch nicht. Ich hörte von Sängerinnen alle möglichen Geschichten, dass sie ihr geholfen, aber nicht begriffen hätten, was sie tat. Wir hatten jedenfalls keinen Anteil daran, machen wir uns nichts vor. Richtig, okay. Sicher, die Musiker rauchten Gras oder Marihuana, wie du es nennst, aber niemand spritzte sich. Jedenfalls selten, sehr selten. Zu jener Zeit standen Jungs an der Ecke der 52. Straße und verkauften Gras. Drei Joints für einen halben, sechs für einen Dollar. Heute denken die Jugendlichen, die hätten es erfunden, nicht wahr? Damals war es billiger. Um high zu werden, brauchte man niemanden den Kopf einzuschlagen. Es war damals sehr in Mode. Erst als sie anfing, lange Handschuhe zu tragen, wurde uns klar, dass etwas mit ihr nicht in Ordnung war. Ich sah, wie sie die Drogen nahm. Ich war ja ständig bei ihr. Und dann fällt es einem eines Tages auf. Sie benutzte ganz primitive Geräte, einen Augentropfer und eine Nadel.
Sie erhitzte das Heroin in einem Löffel und spritzte es sich dann in eine Vene. Mir als Diabetikerin kam das sehr gefährlich vor. Rauschgiftsüchtige sind durch Infektionen von schlechten oder unsauberen Nadeln gefährdet. Ich konnte subkutan spritzen und Nadeln bekommen und versorgte sie damit, weil ich dachte, es sei so besser für sie. Hypodermics, and I supplied her with hypodermics and needles just because I felt that was better to do. I was going into Jimmy Ryan's one night and Billy was working next door at a place called the Bandbox. Eines Abends wollte ich zu Jimmy Ryan's. Billy trat nebenan in der Bandbox auf. Ich dachte mir, ich schaue mal rein und höre mir ein Set von Billy an, bevor ich weiter zu Ryan's gehe. Als ich eintrat, sang sie gerade Loverman. Das haute mich einfach um. Ich hatte das Gefühl, das ist ein Hit. Deshalb sprach ich sie an, als sie vom Podium kam. Billy, wir müssen Loverman aufnehmen, denn sonst kommt jemand und stiehlt es dir. Sie hören, wie du es singst und nehmen es selber auf, ehe du dazu kommst. Ich besorgte ihr einen Kontrakt mit der Decca. Dann diskutierten wir den Background für die Aufnahme. In der Bandbox trat sie mit einem Trio auf. Sie wollte Geigen. Es ist so ein schöner Song, dafür will ich fiedeln. Nein, meinte ich, du musst das mit Jazzleuten aufnehmen. Aber sie blieb dabei, für diese Aufnahme will ich Streicher. Ich gab sie ihr. Sie hat als erste schwarze Sängerin eine Aufnahme mit Streichern gemacht. I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance. So we're in the White Rose Bar, which we call a low bar. I mean, they used to give the free lunch. The and White Rose Bar was a hangout for all the musicians. You know why? Wir saßen in der White Rose Bar, das war ein billiger Laden. Weil es dort einen Gratis-Lunch gab, war es ein Musikertreff. Man erhielt nicht nur einen Gratis-Lunch, für 25 Cent bekam man einen Schnaps dazu. Es war Krieg und es gab viele Matrosen und Soldaten, die sind nicht gerade ohne Vorurteile. In den Bars gab man ihnen gedopte Drinks, wenn sie sich daneben benahmen. Wir standen an der Bar, ich zwischen ihr und diesen Kerlen. Während sie trinkt, halten die ihre Zigaretten an ihren Mantel. Ich versuche, sie dran zu hindern. Endlich sagt sie, da brennt irgendwas. Und ich sage, ja, das ist ein Mantel. Das waren die da. Sie dreht sich um, ey, Mister, warum tun Sie sowas? Wir waren schon im Begriff zu gehen. Draußen wollten die beiden Matrosen sie zusammenschlagen. Sie gab mir ihren Mantel und dann legte sie sich flach. Ich bewarf sie auch noch mit ein paar Milchflaschen. Als die Bullen anrückten, erzählte sie denen, die haben mich angegriffen. Die Bullen lachten sich tot. Da lagen zwei Matrosen auf der Straße und sie sagte, sie hätten sie angegriffen. Sie konnte ganz schön ruppig werden. Das stimmt, sie zog ihren Mantel wieder an und ging in den Club zurück. I'm Red Callender, 1984 style. And that little figure you heard me play was from Ich bin Red Callender, anno 1984. Der Take, den ich eben gespielt habe, ist aus dem Film New Orleans. Die Produzenten des Films wurden kritisiert,
weil sie sich unterstanden hatten, Schwarze und Weiße in einem Film auftreten zu lassen. Damals musste man mit sowas rechnen. Als der Film in den Südstaaten lief, durfte er Schwarzen und Weißen nicht gleichzeitig gezeigt werden. Wir mussten getrennt sein. Mir kam es ziemlich seltsam vor, dass der berühmteste Trompeter der Welt im Film einen Diener spielen musste. Und Billie Holiday, in meinen Augen die größte von allen, musste ein Dienstmädchen spielen. Was ist dazu noch zu sagen? In my estimation, the greatest that ever did it. She had to play a maid. How about that? Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? Envy! Didn't I tell you not to let me catch you at that piano again? I'm sorry, ma'am. If I'd have heard you coming, I wouldn't have let you catch me. I remember when Billy first told me that she... Ich erinnere mich, wie Billy mir erzählte, dass sie endlich eine Rolle in einem Spielfilm bekommen hätte. Das beunruhigte mich. Du? Was spielst du? Sie antwortete, ich bin ein Dienstmädchen. Mir tat das weh. Dann sagte sie, aber sie ist ein süßes Mädchen, als wollte sie die Würdelosigkeit ihrer ersten Rolle als Schauspielerin rechtfertigen. Envy? Yes, ma'am? That music you were playing, what was it? I just can't seem to remember not to play it, Miss Merrily. It was a kind of little old blues tune. Blues? Do you play the blues only when you're blue? No, ma'am. They just call it blues. We play it when we're blue or when we're happy, even when we're in love. Right now, I'm in the latter. Are you really, Indy? Yes, ma'am. There's no one in the world like my Satchmo. Satchmo? That's short for Satchamouth. His real name is Louis, but I like Satchmo best. How does the end of that song go? Miss Merrily, are you trying to put ideas into my head? Please do. But softly. And there's something more. I miss the one I care for. More than I miss New Orleans. When the moon's kind of dreamy, starry-eyed and dreamy, and nights are luscious and long. If you're kind of lonely and all by your only, then nothing but the blues are brewing. The blues are brewing. When the wind through the willow blows across your pillow and tells you sleeping is wrong. If love goes a-thirsting till you feel like bursting, then nothing but the blues are brewing. The blues are brewing. Suppose you want somebody, but you ain't got nobody. You only got a gleam in your eye. Till somebody's found you and puts their loving arms around you, you got the feeling you want to die. But when the Lord up above you. In Philadelphia, she was in this hotel. In Philadelphia wohnte sie in einem Hotel. Da gab es einen Mann, der Name tut nichts zur Sache, der besorgte ihr das Zeugs. Dann hatte sie wieder einen Rauschgiftvorrat. Irgendwann fiel es ihr auf, dass jedes Mal, sobald er aus der Tür war, FBI-Leute oder wer auch immer sie überfielen. And she had this big Cadillac, and she'd never driven in her life. Sie hatte einen großen Cadillac, aber war noch nie selber gefahren. Sie spülte den Stoff durch die Toilette weg, flüchtete durchs Fenster, gelangte irgendwie hinunter, stieg ins Auto und fuhr irgendwie nach New York, obwohl sie noch nie Auto gefahren war. Und dann kam ihnen so. Die Amerikaner wussten nicht viel über Billie Holiday. Auf die Titelseiten weißer Zeitungen gelangte sie leider nur dann, wenn sie in Schwierigkeiten war, etwa nach einer Verhaftung. Einige regten sich über das, was Billie zustieß, auf. Sie tat ihnen leid. Manche, vermute ich, sahen es wohl als unausweichlich an bei ihren großen Problemen.
just one more chance. I've learned the meaning of repentance. Now you're the jury at my trial. That I should serve my sentence. Still I'm hoping all the while you'll give me just one more word. I said that I was glad to start out, but now I'm back to cry my heart out for just one more chance. Ich heiße Virginia McLaughlin und war die Sekretärin des Gefängnisdirektors, als Billie Holiday im Mai 1947 in Alderson eingeliefert wurde. Man hatte sie wegen Verletzung von Paragraph 174 des Rauschgiftgesetzes angeklagt. Dass sie Drogen erhalten und versteckt und den Verkehr mit und das Verbergen von Drogen begünstigt hätte. Richter Ganey am Bundesgericht in Philadelphia hatte sie zu einem Jahr und einem Tag Haft in Alderson verurteilt. Wenn damals eine drogensüchtige Person eingeliefert wurde, dann brachte man sie routinemäßig ins Hospital, wo sie blieb, bis sie drogenfrei war. Aus dem Hospital schickte man sie zur Orientierung, wo sie einige Tests absolvierten. Billie wurde zu diesem Zeitpunkt ins Cottage 3 verlegt. Das Gefängnis hatte Rassentrennung. Die Anstalt betrachtete jedes Cottage als eine selbstständige Einheit, wo sich die Insassen wie zu Hause fühlen konnten. Sie begann mit Holzarbeiten. Irgendwann war sie zu dem Entschluss gelangt, ihre Zeit abzusitzen und so schnell wie möglich wieder rauszukommen. Ich heiße Jean Allen und war Billie Holidays Führungsbeamtin. In diesem Raum lebte sie in Alderson. Sie hat mir nie Probleme gemacht. Sie war, glaube ich, ein großherziger Mensch, zumindest bemühte sie sich darum. Sie fiel nie jemandem zur Last, sie war ruhig wie eine Lady. Sie war viel allein. Stayed to herself a good deal. It's almost impossible to say how quiet she was. Für so eine bekannte Persönlichkeit war sie erstaunlicherweise sehr zurückhaltend. Meines Wissens sang sie keine Note. Kurz nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis besuchte sie uns eines Abends daheim und kochte ein wunderbares Essen. Sie schien in guter Verfassung zu sein. Sie hatte ziemlich zugenommen. Das passierte stets, wenn sie keine Drogen nahm. Ihre Einstellung war positiv, doch allmählich verfiel sie wieder. In ihren späteren Jahren bei der Decca fiel mir auf, dass die Aufnahmen immer schwieriger wurden, anders als zu Anfang. Als ich 1944 die Commodore-Platten produzierte, hatte sie ihren Höhepunkt. Bei den ersten Decca-Sessions war sie noch sehr gut, aber später musste ich warten, bis sie ihre Stimme fand. Ich ließ eine Flasche Brandy oder etwas anderes holen und damit verzog sie sich ins Studio B. I would send out for a bottle of Napoleon brandy or something, and she would go in our studio B. And derweilen sorgte ich dafür, dass alle Arrangements geprobt und die Band ausgesteuert wurde. Dann kam sie vom anderen Studio herüber, und da sie eine Nummer in einem Take aufnimmt, schafften wir etwa 4 Nummern in rund 45 Minuten. Die Firma erfuhr nichts von meinen Problemen, weil ich von Billie stets gute Aufnahmen erhielt. Because I always got good signs with Billie. Where can I be headed for? The
the blues crawled in my door to lick my heart once more. Love lives in a lonely land where there's no helping hand to understand. Ohne Frage war sie damals physisch eine schwächere Sängerin als etwa ein, zwei oder drei Jahre zuvor. Wie jeder Künstler hatte Billie ihre besonderen Qualitäten. Und im Lauf der Jahre muss man zwar seine Ansprüche nicht ändern, wohl aber andere Kriterien setzen. Der Stimmumfang einer Sängerin kann beispielsweise kleiner werden, andererseits mag sie zu einem tieferen Verständnis gelangen. Bei Künstlern finden kompensatorische Prozesse statt, die viele Journalisten oft übersehen. Sie mögen kreativer werden, einen Song besser interpretieren, aus den Harmonien mehr herausholen, vieles, das man beim Hören wahrnimmt. Man darf nicht vergessen, was sie alles durchmachen musste. Sie hatte für viele Sünden zu zahlen, was sich sicherlich in ihrem Gesang bemerkbar machte. Anything I do sing, it's part of my life. Whitney Balliot vom New Yorker und Ned Hentoff stellten die beste Jazzshow auf die Beine, die je im Fernsehen gelaufen ist. Es gab keine Proben. Die Musik war improvisiert. Es war wohl so ziemlich der letzte Auftritt Lester Youngs. And it was the last appearance, almost, of Lester Young. My man don't love me. He treats me oh so mean. My man, he don't love me. He treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. Thank you.
She would call me on the phone. Ab und zu hörte ich von ihr. Sie rief mich an und bat um etwas Geld. Oder sie schickte ihr Hausmädchen dafür zu mir. Ich erinnere mich, wie sie mich einmal aus einer Bar gegenüber der Decker anrief. Decker war Haus Nummer 50 in der 57. Straße West und die Bar gegenüber war Nummer 49. Wir nannten sie die 49. Als sie anrief, sagte sie, Milt, kannst du mal eben rüberkommen? Sie brauchte Geld. Ich antwortete, warum kommst du nicht rauf? Ich will nicht raufkommen. Als ich in die Bar kam, war sie verschwunden. Ich fragte den Barmixer, wo Billy abgeblieben sei. Sie sei hinausgegangen. Es kam mir immer so vor, als hätte sie nicht gewollt, dass ich sie in ihrem jeweiligen Zustand sähe. Sie wollte mich nicht sehen, was sie vielleicht sah, oder in der Situation, in der sie war.
I think it's quite arguable. Man darf, glaube ich, durchaus behaupten, sie habe sich selbst zerstört. Es gab Zeiten, in denen sie sich aus ihrem Sumpf selbst hätte herausziehen können. Dass es nicht geschah, hing wohl auch wesentlich mit ihren Männern und mit ihrem Lebensstil zusammen. Sie besaß leider nicht genügend Selbstkontrolle. Gelegentlich gab sie sich ernsthaft Mühe, ins rechte Gleis zu kommen. Dann nahm sie kein Rauschgift und sie hätte es nicht wieder angerührt, hätte sie nicht die falschen Menschen um sich gehabt. If she hadn't been around the wrong people, she might have stayed off them. It cost me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold or wet, tired, you bet. All of this I'll soon forget with my man. She said that she wasn't treated very well. Sie sagte, die Männer hätten sie in ihren späteren Jahren nicht sehr gut behandelt. Sie fühlte sich von ihnen körperlich missbraucht. Dessen war sie sich bewusst. Auch, dass sie sie bestahlen und von ihrem Geld lebten. Doch sie nahm nur einen Bruchteil wahr. Das waren Männer wie Joe Guy, und der war wohl noch eine Spur besser als so manche, die ihm folgten, wie Livy und McKay. Girls has he that he likes as well as me, but I love him. I got a call in the middle of the night. Mitten in der Nacht erhielt ich einen eigenartigen Anruf. Ich konnte nicht sagen, wer es war. Ich hörte bloß eine Stimme, Geräusche. Eine halbe Stunde später stand sie vor der Tür meines Apartments. Sie blutete. Sie erzählte mir, McKay hätte sie mit dem Telefonhörer auf den Kopf geschlagen, als sie versucht hatte, mich anzurufen. Sie wollte nicht die Polizei rufen, sondern mich. Ich nehme an, sie hatte vor der Polizei und der Publicity Angst. McKay riss ihr den Telefonhörer aus der Hand und schlug ihn auf ihren Kopf. Als er später ebenfalls in meine Wohnung kam, versteckten wir sie in einem der Badezimmer. Doch als ich ihr später riet, Polizeischutz zu fordern, wollte sie nichts davon wissen. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday for whatever my man is? I'm his. The songs Billie Holiday was famous for singing. Die Songs, für die Billie Holiday berühmt war, machten sie unter Feministinnen nicht gerade beliebt. Mich ganz und gar, warum nimmst du mich nicht ganz und gar? Siehst du nicht, dass ich ohne dich zu nichts tauge? Das ist typisch für die Art von Texten, die sie sang. Sympathien für eine törichte Liebe, eine flüchtige Romanze, die Affäre zwischen einem Mann und einer Frau, worin Schmerz und Vergnügen fast nicht mehr zu unterscheiden sind. In Loverman singt sie: Ich habe gehört, eine Romanze kann wie ein himmlischer Traum sein. Ich gehe zu Bett mit dem Gebet, du mögest mich lieben, mag es auch seltsam erscheinen. In My Man ist der Masochismus noch deutlicher. Welchen Unterschied macht es, dass ich sage, ich gehe fort, da ich doch weiß, ich werde eines Tages wieder hier auf meinen Knien liegen. Denn was immer mein Mann auch ist, ich bin sein für immer. In diesem Szenario gibt es keinen Triumph. Es ist das gute Recht der Feministinnen, sie Frauen als negatives Beispiel vorzuhalten, als eine Lektion zur Tragik des Frauenlebens, weil sie nicht begreift, dass ihr Leben ihr gehört und nicht anderen, weder Schallplattenfirmen noch Dealern noch irgendeinem dahergelaufenen Mann. Doch aus verschiedenen Gründen hinterlässt diese simple Analyse bei mir ein unbehagliches Gefühl. Das hat damit zu tun, dass ich sie singen gehört und gesehen habe und den enormen Eindruck kenne, den sie auf die Frauen in meiner Familie ausgeübt hat. Als schwarze Frau weiß ich, sie ist meine Schwester, nicht im Blut, in Tränen. Es gibt nichts, wovon sie singt oder was sie uns durch ihre unnachahmliche Stimme nahebringt, das bei mir und vielen anderen schwarzen Frauen nicht unmittelbar gefühlsmäßig und geistig erkannt wird.
Was immer sie über das Frausein gesagt oder gesungen hat, ist existenziell korrekt. Für alle Zeiten hat sie die Erfahrung des Verlustes festgehalten, die das Leben schwarzer Frauen charakterisiert. Einiges davon hat sie sich selbst aufgebürdet. Und das ist für mich als schwarze Feministin erschreckend. Doch anderes trifft einen und reißt einen fort. Als Schwarze kann ich das nicht leugnen. Am Ende habe ich einfach das Gefühl, Billie Holiday hat für ihre Erfahrungen zu teuer bezahlt. Don't explain, singt sie mit einer so schmerzvollen Stimme, dass selbst die Götter hinhören müssen. Recht und Unrecht spielen keine Rolle, wenn du lieber bei mir bist. Still erklär's nicht, du bist meine Lust und meine Pein. Hush now, don't explain, you're my joy and pain. Don't explain, you're my joy and pain. Yours, love. Don't explain. Hush now. Don't explain. Sie bedauerte sehr, keine Kinder zu haben. Sie erzählte mir, dass sie es immer wieder versuchte, vor allem als sie mit ihrem ersten Mann Jimmy Monroe verheiratet war. Sie wurde nie schwanger. Manchmal denke ich, ihr Leben wäre etwas anders verlaufen mit einem Kind. Ich glaube, es hat sie sehr getroffen, als man sie in Boston abwies, wo sie ein kleines Kind adoptieren wollte. Man lehnte sie ab, sie war wegen Drogen verurteilt worden. Sie war völlig erschüttert, tagelang weinte sie. Manche fragen sich zwar, kann eine Drogensüchtige überhaupt eine gute Mutter sein, aber zu der Zeit war sie nicht süchtig. Zur Liebe aber war sie gewiss fähig. Man brauchte sie bloß mit meinem Sohn zu sehen. Well, that particular time in her life, she was not a drug addict, but she certainly was capable of loving. One only had to see her with my own son. She would have loved to have just settled down. Liebend gern wäre sie sesshaft geworden. Stets sprach sie davon, ein großes Haus mit vielen Blumen und Bäumen zu beziehen und darin ein Kind aufzuziehen. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have
the mayhem. But God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Lots of friends crowding round the door, but when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. I didn't realize that the titles that she were picking at the time was really the story of her life. Damals war es mir nicht klar, dass die Titel, die sie auswählte, ihre Lebensgeschichte erzählen. I'm a fool to want you, you've changed. Jeder Titel hatte ein tragisches Ende. Glücklicher oder unglücklicherweise unterhielten wir uns ein paar Mal am Telefon darüber. Sie kam nur zu einigen Proben. Ich schrieb gleichsam im Dunkeln. Die Platte wurde mir zur fixen Idee. Ich war damals wohl ein Opportunist. Ich wollte die Platte machen und sie sollte fantastisch werden, doch sie wollte nicht mitarbeiten. Manche Strophen jener Nummern hat sie nie gelernt. Sie sagte, sie wollte nicht proben. Wir brauchten es nicht. Am Ende hatte sie etwa 3 oder 4 Strophen ganz rausgeschmissen. Ich machte mit der Band eine Pause und schickte sie in die Ecke, um mit Mel Waldron, ihrem Pianisten, die Strophen zu lernen. Sie war unglaublich talentiert, doch oft machte sie ihre Hausaufgaben nicht. Infolgedessen war sie verkrampft, weil sie sich nicht vorbereitet fühlte. Sie war ihre schärfste Kritikerin. Sie hörte sich die Bänder an und rief um Himmels Willen. Doch was sie für schrecklich hielt, daneben war jeder andere ein blutiger Anfänger. You've changed. You're not the angel I once knew. It's all over now. You've changed. You've changed. She's a legend in jazz. Sie ist eine Jazzlegende. Sie sang mit Benny Goodmans alter Band und mit den meisten Big Bands danach. Sie hat ein Buch geschrieben, hat in Filmen gespielt und ihre Platten gehen wie warme Semmeln. Ich präsentiere Ihnen Billie Holiday. Sie war sehr einsam. Nur wenige Menschen kamen zu ihr. Wahrscheinlich verehrten sie sie und das ließ eine Mauer entstehen, die Menschen nur schwer überwinden. Die Aura, die sie umgab, hielt andere wohl fern. Damals geriet ich stärker in den Jazz hinein, ich sang auch mehr. Daher kannte ich etliche Jazzkritiker und sie war ebenfalls eng befreundet mit Max und Betty Jones von Melody Maker. Wir drei, Max und Betty Jones und ich, versuchten ihr Rückhalt zu geben. A mutual comfort
team, you know, Max, Betty and myself, for her. I guess she felt that she could just be who she was. Sie benahm sich so, wie sie war. Mit mir war sie sehr streng. Ich fand das komisch. Zum Beispiel sollte ich nicht spät nachts nach Hause kommen. Mir kam das mütterlich vor. Vielleicht empfand sie eine Leere und sah ihr Leben dahingehen, ohne ein Kind gehabt zu haben. Maybe there was some sort of void and she saw kind of her life going past her without ever having had a child. It seemed as though es schien, als begänne sie sich zurückzuziehen. Oft saß sie lange da, ohne ein Wort zu sagen. Aber sobald ich aufstand, um aus dem Zimmer zu gehen, fragte sie, wo gehst du hin? Es schien, als hätte sie Angst, allein gelassen zu werden oder sich mit Unbekannten abgeben zu müssen. Ich verstehe es sehr gut, dass sie zu der Zeit Menschen nicht mehr vertraute. Man hatte sie wohl zu oft enttäuscht. Es schien, als hätte sie so oft enttäuscht. The song that really stood out in my mind. Am stärksten beeindruckte mich an jenem Tag I Love You Porgy. Wahrscheinlich, weil sie ihr Leben lang nach einem Märchenprinzen gesucht hatte. Aber solche Männer waren nie bei ihr. Some kind of Prince Charming man figure which never seemed to have lasted a long time in her life, you know. I love you, Porgy. Take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever, and I'll be glad. I love you, Porgy. Don't let him take me. Let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he's coming back to call me. He's going to handle me and hold me so. It's going to be like dying, Paulie. When he calls me, but when he comes, I know I'll have to go. I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I've gotta stay here with you forever. I've got my man. When I got the news of Lester Young's death, als ich von Lester Youngs Tod erfuhr, rief ich Billy an und fragte sie, ob sie mit mir zur Trauerfeier gehen wollte. Ich wohnte in ihrer Nähe an der Upper West Side. Ich holte sie mit einem Taxi zu Hause ab. Auf der Fahrt dorthin war sie natürlich außerordentlich mutlos. Unter anderem sagte sie, ich werde als Nächster abtreten. Billy was, you know, terribly depressed. Billy war schrecklich deprimiert und stark aufgewühlt, denn Lester bedeutete ihr mehr, als man in Worten ausdrücken kann. Sie sagte, es wird nie mehr so sein, wie es war. I'll never be the same.
But there's a lot that a smile can hide. And I know deep down inside I'll never be the same. Never be the same. Ihr Zustand beunruhigte mich sehr. Ihre Fußgelenke waren geschwollen und sie sang gar nicht gut. Sie ging ganz langsam und wir gaben ihr einen Stuhl. Man hat mich heftig kritisiert, weil ich sie so fotografiert habe. Ich hatte die Marotte, Musiker so zu fotografieren, wie ich sie in den Studios sah. Beim Durchsehen einiger dieser Fotos merkte ich, wie durcheinander sie war und wie sie klang. Should be the rule. Give your heart and your love to whomever you love. Don't be a fool, darling. Why should you cling to some fading thing that used to be? If you can forget, don't worry about me. Ihren letzten Auftritt hatte Billy bei einem Wohltätigkeitskonzert im Phoenix Studio in Downtown New York. Steve Allen und ich fungierten als Conferenciers. Ich kam dort an und ging hinter die Bühne. Ich hatte Billy einige Wochen lang nicht gesehen. Als ich sie in der Garderobe sah, war ich entsetzt. Speichel tropfte von ihrem Kinn. Sie war ausgezehrt. Sie sah aus wie... Ich fing fast zu weinen an und sie fragte mich, was ist los, Leonard? Hast du einen Geist gesehen? Ich hatte wirklich einen gesehen. Steve Allen gelang es, sie auf die Füße zu stellen. Langsam ging er mit ihr zum Mikrofon, das man an der Bühnenseite aufgestellt hatte, weil sie nicht weit gehen konnte. Er musste sie fast tragen und sie sang. Ich weiß nicht mehr, was zuerst. Einer der Songs, Taint Nobody Business If I Do, war so etwas wie ihre Erkennungsmelodie. Almost a theme song for her at that time. There ain't nothing I ever do, or nothing I ever say, that folks don't criticize me. But I'm going to do just as I want to, anyway. And don't care just what people say. The very next morning, I was so alarmed that I called Joe. Ich war dermaßen besorgt, dass ich am nächsten Morgen ihren Manager Joe Glazer und meinen Freund Alan Morrison vom Ebony Magazine anrief. Ich sagte ihnen, wir müssen irgendwas für Billy tun, sie ist in einem entsetzlichen Zustand. Wir verabredeten ein Treffen. Glazer, Morrison und ich gingen zu Billys Wohnung. Glazer bemühte sich eine lange Zeit, sie zu überreden, in ein Krankenhaus zu gehen. Doch sie wollte nicht. Nein, mir geht's gut. Ich muss nächste Woche in Montreal auftreten oder wo sonst immer. Lass mich in Ruhe. Ich nehme Vitamine und Pillen, dann bin ich okay. Es gelang Glazer einfach nicht, sie zu überreden. Sie wartete bis zum Zusammenbruch, weil sie Angst hatte, ins Krankenhaus zu gehen, weil sie wusste, dass damals nur wenige Krankenhäuser eine süchtige Patientin aufnahmen. Zuerst brachte man sie in die Roosevelt-Klinik. Dort blieb sie lange ohne Behandlung. Als ihr Arzt endlich kam, hatte sie einen Herzstillstand. Am selben Tag brachte man sie, glaube ich, ins Metropolitan-Krankenhaus.
Ihr Zustand war sehr ernst. Sie war unterernährt, sie sah viel älter aus, als sie war. Sie litt nicht bloß an Atmungs- und Herzproblemen. Schon an der Hautoberfläche der Beine waren etliche große Geschwüre zu erkennen. Sekundärinfektionen an Stellen, an denen früher Injektionen vorgenommen worden waren. Als ich sie das erste Mal besuchte, lag sie in einem Saal. Man wollte mich nicht zu ihr lassen, weil man mich zunächst für einen Reporter hielt. Sie erkannte mich, als sie mich sah. And she clearly identified me when she saw me. Weil ich befürchtete, ihr Zustand könne publik werden und weil es mir das Herz brach, Billie Holiday in jenem Saal zu sehen, setzte ich mich für sie ein. Daraufhin entschloss man sich, sie in ein Einzelzimmer zu verlegen. So they decided to isolate her a little bit and they put her in a private room. She told me that a young man who was friendly with her at the time had Sie erzählte mir, sie hätte einen jungen Mann, mit dem sie befreundet war, gebeten, ihr Kokain ins Krankenhaus zu bringen. Mich bat sie, ein paar Dosen Bier zu ihr zu schmuggeln. Und ich dachte, das kann ja nicht schaden, da es Nährwert hat. Vielleicht war das falsch. In den Zeitungen hieß es später, man habe Heroin bei ihr gefunden. Sicherlich wusste sie nichts davon, sonst hätte sie mir davon erzählt. Dann passierte diese wahnsinnige Geschichte, dass man sie im Krankenhausbett wegen Rauschgiftbesitzes verhaftete, denn man betrachtete Drogensucht noch als Verbrechen anstatt als Krankheit. Das war die letzte Erniedrigung. For a while she looked like she was pulling out of her problems and I had Eine Weile schien es, als löste sie ihre Probleme und ich hatte große Hoffnung, dass sie mit dem Leben davonkommen würde. Ich glaube, die Verhaftung nahm ihr die letzte Kraft. Das war das Letzte, was die Menschen oder das System ihr antun konnten. Das brach ihr wirklich das Herz. Man spürte ihre Trauer. Sie konnte es nicht glauben, dass man ihr das antat. Ich begreife immer noch nicht, warum man sie verhaftete, selbst wenn man bei ihr Heroin gefunden hätte. You could just see the sadness in her. She couldn't believe that they would do that to her, and I really still don't understand why it was done, even if they found heroin on her, why they would arrest her. And I hate to say that it killed her, but it probably helped. Ich weiß nicht, ob das sie tötete, aber es trug gewiss dazu bei. An jenem Abend waren Earl Zadin und ich bei ihr im Krankenhaus. Am nächsten Morgen starb sie. Ihr ging es sehr schlecht. Ich sah sie an und sie sah es in meinen Augen und sie sagte, schau mich nicht so an, es geht mir nicht besser. Ich sagte, gute Nacht, bis morgen, und ging. And she could see it on my face, and she said, don't look at me that way, I'm not any better. And I said good night, and I said, I'll see you tomorrow, and I went, came home, and Ich kam nach Hause und früh am nächsten Morgen klingelte das Telefon. Es war Earl, und er sagte, Lady ist tot. Lady's gone. Yesterdays, days I knew as happy, sweet, sequestered days, olden days, golden days, days of mad romance and love. Then gay youth was mine. Then truth was mine. Joyous, free, and flaming life. Then sooth was mine. Sad am I. Glad am I. For today I'm dreaming of yesterday.